Seit heute Montag gelten hier sehr strenge Regeln im Rahmen der Eindämmungsverordnung. Der nationale Notstand wurde ausgerufen bis einschließlich Mitte Januar. Mal sehen, wie es dann weitergeht, weil hier die Fallzahlen sehr hoch sind. Und ich befinde mich jetzt hier in der Altstadt und die ist ganz schön leer. Es ist so gut wie kein Mensch hier. Veranstaltungen dürfen noch bis Ende der Woche stattfinden, weil man die nicht so ohne weiteres absagen kann, wenn die Leute Karten gekauft haben. Aber tagsüber ist das hier, das ist meine Tüte, tagsüber ist das hier voller Touristen und man sieht, hier ist so gut wie nichts los. Hier in der Nähe der Petrikirche, wirklich absolut still, kein Mensch, keine Musik. Keine Kneipe hat auf. Alles dicht. Alles muss um 23 Uhr schließen. Nein, nicht 23 Uhr, Blödsinn. 21 Uhr muss alles geschlossen sein. Das Ergebnis sieht man hier. Ja, also wie schon erwähnt, dies sind hier die Touristentreffpunkte. Das ist hier normalerweise voll mit Menschen. Man sieht hier auch die Außengastronomie. Am Wochenende war noch alles voll mit Live-Musik und allem, was dazugehört. Ja, und jetzt absolut tot. Ja, hier sitzen auch normalerweise die Leute. Ja, so war das auch in der kommunistischen Zeit, die ich ja hier erlebt habe. Da war auch kein Mensch in der Altstadt oder sehr wenig. Nur das hing damit zusammen, dass das noch kein Touristenreiseland war. Hier ist es so, mal so voll, dass man also schon Mühe hat, durchzukommen. Normalerweise. Hier haben am Wochenende noch die Touristen getanzt. Ja, jetzt mache ich hier einen Schlusspunkt. Es ist hier irgendwo Musik und dann muss ich da wieder bezahlen für.